So, Morgenstund hat Gold im Mund. Mein allererster Arbeitstag sozusagen. Ich fahre jetzt ins Stadtzentrum, mach auf und dann kommen die Handwerker so um 8. Halb 7 bin ich aufgestanden, jetzt ist halb 8. Fahre erst noch ein paar Semmeln kaufen und Wurst und Käse und habe Kaffee dabei und dann schauen wir mal, wie die Arbeiten so losgehen. Ja, alles dabei. Ich freue mich voll drauf. Bitte mal vorsichtig raus und dann. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier ab. Schaut euch nochmal an, wie es ausschaut. Denn gleich wird sich alles ändern. Hallo! So. Hier wird das Büro. Das wird dann alles zu sein, hoffentlich, heute Abend. Mal schauen. Also es ist richtig, richtig, richtig geile Arbeit. Hier ist schon alles vorbereitet, um diese Wand rauszumachen. Hier. So. So. Da wird abgestützt dann. Der Teppich wird neu gemacht. Da kommt der rote Teppich. Das wird der Profibereich. Hier die Wand. Die ist dann raus. Dann können hier drei Automaten hin, wenn ich es richtig berechnet habe. Muss man schauen, was ich hinmache. Wahrscheinlich was Geiles. Schön Licht von der Seite. Und dann, wenn du hier hinter gehst, so, jetzt gehe ich mal nicht auf die Folie, so bis ganz hinter, dann kannst du von hier aus schauen, vielleicht mache ich hier auch noch zwei, mal schauen, dass es nicht zu voll wird. Aber das wird ja dann alles über die Fernseher da im anderen Raum übertragen. Und hier auch schön Licht. Ah, kannst hier Couches, das ist eigentlich geil, okay. Das ist eigentlich schon geil. Kannst live schauen. Ja, hab ich richtig Bock drauf. Lieber ein paar Automaten weniger. Nur ein bisschen Platz, weil es können ja einige Leute spielen an drei Automaten. Habe ja hier nur alles. Also das ist sauber, ordentlich gemacht. Das wird geil. Freue mich. Wirklich, wirklich gute Arbeit. Hier ist schon alles zu. Top Arbeit. Bin sehr glücklich. So ein erheblicher Arbeitsaufwand hier. Richtig krass. Bin mega happy, das wird mein Büro. Jetzt, so schaut das von der anderen Seite aus, nämlich. Da ist schon alles weggemacht, richtig geil. Fliesen sind auch raus. Kommt alles neu rein. Richtig gut. Da schau mal die Toilette an, wie riesig das ist. Also, perfekt. Also ich mache so immer hier zwei Automaten. Dann mache ich hier eine Couch, eine schöne mit dem Tisch. Und hier auch eine Couch mit dem Tisch. Die Wand ist ja dann draußen, dann da drei Automaten. Und dann hier oben in der Ecke bleibt 30 cm stehen, da die Kamera. Hier eine Kamera und hier vielleicht, mal schauen, wie das ist mit dem Träger, dass man die Automaten sauber drin hat. Und dann irgendwie verkabelt durch den Kanal hier irgendwie oben in das Zimmer drüben. So werde ich das machen, denke ich mal. Und dann hier an der Wand kann man eine schöne Vitrine oder so machen. Isolierung drin. Tipptopp. So, also die Leute haben jetzt wirklich 9 Stunden durchgemacht. Richtig, richtig geile Arbeit. Da ist nur Küche, da ist nur Tür und so. Da habe ich so ein bisschen Kaffee gemacht. Das muss ich alles entsorgen natürlich. Wird alles fachgerecht entsorgt. Wird alles tipptopp gemacht. Das wird nur zugemacht morgen früh. Und das ist dann die barrierefreie Toilette mit 1,50 vorne. Kriegt einen eigenen Stromkreis. Hier oben wird verputzt. Boden wird neu gemacht. Hier werde ich noch ein barrierefreies Waschbecken reinbauen, Haltegriffe und muss mich da noch mit den Bestimmungen auseinanderkämpfen, irgendwie so. Da Stromverteiler, Isolation wird da noch gemacht. Aber die Jungs haben sich das echt jetzt auch verdient, Feierabend zu machen, weil, jetzt mal ganz ehrlich, also hier alles tipptopp zugemacht. Ich bin wirklich, wirklich happy. Wirklich stolz, dass sie das gemacht haben.
dass ich da so gute Leute gefunden habe, die ja wirklich Ahnung haben. Wunderbar, da sind die LAN-Kabel oben durchgezogen. Da, die sind dann wichtig. Und hier, die Idee war ja Büro. Die Idee ist immer nur Büro. Bin jetzt aber gerade ein bisschen am Zweifeln. Vielleicht kann man auch hier, Stil, da wird es schwierig, mal schauen. So, jetzt ist es 18 Uhr, also 10 Stunden reine Arbeitszeit sozusagen heute. Und jetzt darf ich natürlich anfangen, die Videos zu machen. Paket ist wieder gekommen. Es ist ja immer was los in der Gondel-Arena. Ich freue mich, wenn das Zentrum fertig ist und ich quasi den ganzen Tag dafür Zeit habe, immer nur Sachen mit Darts zu machen, hoffentlich. Und ja, bin gerade ein bisschen fertig. Muss mich jetzt erstmal an diesen neuen Rhythmus gewöhnen sozusagen. Und muss jetzt natürlich noch sehr viel machen. Und muss heute Abend aber noch ein paar Kontakte knüpfen. Und ja, freue mich einfach, dass es jetzt losgeht. Also, und dass das jetzt alles gemacht wird. Es ist natürlich sehr, sehr kostspielig. Aber ich möchte, dass das ordentlich gemacht ist. Und deswegen wird da nicht gespart. Und da bin ich sehr glücklich mit den Fachleuten, die ich da jetzt habe. Ja, ich denke mal, ich mache euch so ein Gondel-Handwerker-Video jetzt hier draus. Gibt es wahrscheinlich mega viele Dislikes, weil es kein Dart-Video ist. Aber ich habe immer gesagt, ich werde auch den Fortschritt im Förderzentrum festhalten. Und deswegen mache ich auch solche Videos. Und ich werde das vom Titel her so machen, dass es eindeutig ist, dass das ein Förderzentrum-Update, Baustellen-Update ist. Und dann, wer das anschauen will, kann sich das eben anschauen. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für eure Unterstützung. Macht's es gut.